Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly mit jeder Menge Sachen, die wir heute haben. Ja, sehr, sehr viel. Genau, wir haben nämlich auch ein paar, genau, Dani hat es schon gefunden, ein paar Sachen bekommen und eine Box von Loot Raider. Genau. Die wir nämlich unboxen und dazu gleich mal am Anfang was, denn ihr werdet es kaum glauben, aber die Post hat tatsächlich unser Paket aufgemacht. Wir wissen jetzt gar nicht, ob alles drin ist, aber wir haben das so bekommen, mit dem hier unten durchgeschnitten. Das hier, das war schon so offen, wie ihr es hier seht. Ja, also ich wollte es aus der Packstation rausnehmen und mir klappt erstmal der Karton auf. Mir wäre es fast rausgefallen, weil ich damit ja nicht gerechnet habe, dass das Paket offen ist. Also wir hatten ja schon mal erzählt, dass wir mit der Post ein bisschen Probleme hatten, dass sie uns das Paket erstmal hin und her geschickt haben. Und dann auch noch sowas. Da muss ich echt mal sagen, GZ Deutsche Post. Aber wir machen dann erstmal... Ja, Nani ist ja gut. Machen dann mal das Paket, aber die Kani besser gesagt. Ja. Ich hab Nani deswegen auf dem Arm, weil die nicht Ruhe gegeben hat. Und ich reiche hier ein paar die Sachen an. So. Die Nani ist schon ganz neugierig. Also wir hätten als erstes mal... Die Nani ist auf jeden Fall schon total begeistert. Einen Post-it-Block. Das sind Post-its, oder? Ja, sieht so aus. So. Nani unboxt auch. Und dann hätten wir das hier, ein Puzzle. Die Nani muss auch erstmal alles approven. Ist gut? Alles klar. Dann haben wir, genau, wir haben ein Marvel-Puzzle von den Avengers. 54 Teile, also... Alle mal näher rein. Oh, Entschuldigung. Leicht machbar. Außer für dich. Warum? Dann haben wir das da drin. So rum. Einmal ein... Jetzt hörst du mal auf, mal alles anzuschlimmern. Ein... Stift und Bastel, nee, und Zeichenset von Marvel Comics auch wieder. Mit einem Radiergummispitzer. Genau. Yay. Alles dabei, was man braucht, um heldenhaft durchzustarten. So. Die ist mir viel zu groß. Yeah, eine Hyrule-Mütze, wie cool. Sehr geil, eine Zelda-Mütze. Richtig cool. Die ist echt toll. Also ist echt, die ist, ich glaube, die kann ich bei, oder kann ich die passend machen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr geil. Komm, hier, die setzen wir jetzt mal hier drüber. Ja, genau, so. Die setzen wir einfach auf meine aktuelle Mütze drauf. Dann, jetzt muss ich gucken, da ist mir noch was eingewickelt. Ist hier ein T-Shirt drin? Ich entfalte das mal. Du kannst kommentieren, was da drauf zu sehen ist. Das ist ein Avengers Mario Shirt. Das ist quasi Donkey Kong als Hulk. Hulk-Kong. Mario als Iron Man war das, glaube ich. Irgendwer als Thor. Ja, man sieht es, glaube ich, so halbwegs in der Kamera. Ja, Captain America. Genau. Captain America Yoshi. Und Thor Luigi. Yay. Das ist voll cool. Das ist aber geil, ich weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist echt cool. Guck mal hier, du bist direkt komplett eingekleidet. Das packen wir auch mal noch drauf. Warum auf meinem Kopf? I will make you stronger. Ein Energy Drink mit Toad. Mit einem Riesenpilz. Yay. Yeah. Oh, macht ihn größer, wir können ihn trinken. So. Dann haben wir hier noch was drin. Einmal Spider-Man 8 und ich muss sagen, ich habe diese Serie gesammelt bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe das Spider-Man-Heft mit Sondercover und selbst ohne Sondercover, das kenne ich mich bei dieser Serie nämlich aus, es ist deutlich mehr wert als der Coverpreis. Es ist 3,95 Mark hier und ich weiß noch... Echt Mark? Ja. Ja, hallo, weißt du, wann ich die gesammelt habe? Nee, das wusste ich nicht, aber ich finde es sehr cool, dass da solche Sachen da drin sein können. Und das Sondercover davon, was ich zu Hause habe, was damals nur an die Händler rausging, ist jetzt schon ein paar hundert Euro teilweise wert. Das ist, ich habe sogar noch signiert damals signieren lassen. Ich habe jetzt leider nicht gewusst, dass das da drin ist, sonst hätte ich das nochmal rausgeholt. Aber ich kann euch sagen, auf jeden Fall eine echt coole Sache. Das ist halt ordentlich Sammlerwert. Ja. Und leider muss ich sagen, ist es nicht mehr in perfektem Zustand. Sieht man leider an den Ecken ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es durch den Transport so ist.
Das kann gut durch den Transport passiert sein, weil leider die Ecken von dem Paket auch eingerissen sind. Wir wissen auch nicht, vielleicht hat sie auch die Post rausgeholt und sowas gemacht. Dazu nochmal, würde ich sagen, GZ. Aber wenn man das mal jetzt vergleicht mit den Sachen, die bei der Loot Chest drin waren, die hatten wir ja auch schon mal als Unboxing hier, da muss ich sagen, kann man mit den Sachen deutlich mehr anfangen. Also wenn ich bedenke, was da teilweise drin war, da finde ich diese Auswahl hier deutlich besser. Auch weil ich finde immer, wenn mehr Sachen drin sind zum Anziehen, finde ich das persönlich immer besser. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde die Sachen richtig cool. Ja. Vor allem, weil ich viele von den Sachen gar nicht kannte. Also da nochmal vielen Dank dafür. Und der Hund rutscht mir gerade vom... So. Hier sieht man fast gar nicht durch den Popschutz. Den Popschutz kann ich ja wegmachen, weil wir nehmen ja gar nicht über das Mikro auf. So, jetzt wird die Nanny besser. Okay. Ich überlege gerade, das war es dann soweit zu unserer tollen Loot Raider Box. Genau. Ich bin überlegen. Ich würde sagen, ich bringe jetzt einfach noch eine Information. Es haben ja schon einige gefragt, genau, was jetzt eigentlich mit Drachen los ist. Und ich räume so lange die Box wieder ein. Oh, dann sieht man auch mal, ob wir was vergessen hatten. Ah, nichts vergessen. Nee, alles klar. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es wurde nichts geklaut. Sehr gut. Danke, Post, dass du uns nichts geklaut hast. Wenigstens etwas. Es haben ja schon einige gefragt, was jetzt mit Drachen los ist. Wann kommt Drachen? Wo ist Drachen? Wo bleibt Drachen? Es ist so, ich habe gestern versucht, das aufzunehmen. Ich habe wirklich da knapp 2 Stunden dran gehabt, weil ich es immer wieder neu versucht habe. Warum auch immer, wenn ich die Datei abspiele, normal abspiele, dann läuft es nur noch in so einer Art Zeitlupe. Und in meinem Videoprogramm kann ich es überhaupt nicht mehr öffnen. Dann hängt sich einfach der komplette PC auf. Das ging tatsächlich bis zum Bluescreen, nur bei den Drachendateien. Dann habe ich gedacht, nee, bevor ich mir jetzt hier noch irgendwas in meinem Windows-Komplex verschieße, lasse ich es lieber sein. Ich habe es heute nochmal versucht. Es hat wieder nicht funktioniert, leider. Aber ich habe mir was dafür einfallen lassen, damit ihr nicht auf den Drachenaspekt, sage ich mal, den drachenmäßigen Aspekt auf unserem Kanal verzichten müsst. Werde ich dann ab sofort samstags und sonntags School of Dragons zeigen. Hat sich auch schon mehrere gewünscht, dass wir das mal zeigen. Da sich das ja auch schon gewünscht wurde, glaube ich, ist das ein ganz guter Ersatz dann. Wie gesagt, wird auch samstags und sonntags kommen. Da jetzt heute keine Drachenfolge gekommen ist, wird es diese Woche mal Sonntag und Montag kommen. Genau. Dass ihr da nicht auf irgendeine Folge verzichten müsst und mir die einfach an den Tisch fallen lassen. Also ab sofort kein Aufstieg vom Berg mehr aus technischen Schwierigkeiten, aber dafür School of Dragons. Alles klar. Dann haben wir aber auch noch jede Menge andere Sachen. Das ist nämlich richtig viel. Ja, wir haben einiges an Post bekommen. Und laut der Post haben wir anscheinend in unserem Postfach auch noch was wir mal lernen müssten. Das heißt, anscheinend haben einige von euch in unser Postfach geschickt. Das kommt dann in der nächsten Woche. Wir müssen erstmal zu unserem Postfach hin. Die haben nämlich immer nur bis um 12 offen. Und das ist eine ganz komische Zeit. Ja, das ist grandios. Ich überlege jetzt mal, ich kriege das am besten auf. So. Mit Gewalt. Nein, nicht mit Gewalt. Die Nanny wuselt unter meinem Arm lang. Ich habe mir extra einen Cutter hingelegt, damit ich das ordentlich aufbekomme. So. Hast du aber trotzdem nicht. Ja, aber fast ordentlich. Ihr müsst ihr das mal sehen, wie sie es jetzt verputzelt hat. Und die Nanny setzt sich in die Ecke. So, da haben wir, ich sehe schon, sind Blumenbänder drin. Das sieht aus wie eine Art Ring. Nein, das ist eins für sehr dünne Ärmchen. Ein Loomring. Ein Loomring. Und dann ist er noch. Ist das süß. Mit Pferdchen hältst du mal in die Kamera. Na klar. Ich guck so lange mal in die Briefe rein. Warte mal, das wackelt so. Ich wackel, das wackelt nicht, weil ich wackel, sondern weil das Loom war. So, ja. So, mal schauen, was wir hier alles haben. Ich wackel jetzt kurz mit hier drauf. Oh, eine Mindmap. Ich lese einfach mal. Oh, hier ist ein Sternchen drauf. Oh, ist ein Sternchen drauf. So, ich lese einfach mal vor. Ich muss mal erstmal überfliegen, ob ich hier irgendwas noch habe, das nicht vorgelesen werden soll. Nee, hier ist alles drin. Und zwar, hi ihr beiden, ich bin's Marie. Vielleicht erinnert ihr euch ja an meine letzte Fanpost. Es war voll schön, wo Kali meinen Brief vorgelesen hat. Naja, auf jeden Fall wollte ich nach einem Autogramm fragen. Wäre echt lieb von euch. Liebe Grüße, Marie. Meine Lieblingsprojekte von euch sind Sims 4, Minecraft, Forsaken, Aufstieg von Berg und Star Stable. Ja, Aufstieg von Berg hat jetzt leider diese Probleme und sie hat einen Kanimani gemacht. Das ist ja cool. Kanimani. Wegen dem Autogramm, also ich packe das jetzt alles mal auf die Box, das muss man danach noch alles sortieren.
Autogramme hatten wir ja gesagt, dass wir ein Gewinnspiel machen zu. Haben wir jetzt auch vor. Also, dass wir dann, wir können dann leider nicht jedem ein Autogramm zurückschicken. Das ist alles mal ein bisschen ansonsten ein Problem. Wir nehmen immer welche mit, wenn wir auf irgendwelche Messen oder sowas gehen. Aber wenn wir jetzt jedem was zuschicken müssten, das würde ja unser Budget sprengen. Genau, weil aber wir haben hier diese schicken. Was haben wir hier jetzt hergeholt? Ja, hier habe ich ja hinten aus dem Regal gekramt. Die Autogrammkarten, die wir dann auch hier noch in der ununterschriebenen Version. Genau. Und da werden wir dann jetzt regelmäßig mal welche verlosen. Ich weiß gar nicht, das kommt jetzt recht kurzfristig. Wie wollen wir das am besten machen? Also wir hatten uns überlegt, dass die Leute, die natürlich keinen YouTube-Account haben, auch mitmachen dürfen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir haben ja diese Zap-Fans-Adresse. Ihr könnt entweder dahin schreiben oder nochmal generell dahin schreiben. Weil sonst, ansonsten mischen wir das so durcheinander. Dann sagen wir einfach generell, weil eine Mail müsste ja jeder schreiben können. Ja, normalerweise ja. Dann sagen wir einfach, dass ihr an Zap-Fans schreibt. Und wir verlosen. Zap-Fans-Online.de, genau. Ist da nochmal hier unten drunter. Und sollen wir was Besonderes machen? Oder einfach nur hinschreiben, wenn wir gerne möchten? Ich würde einfach sagen, hinschreiben. Wir packen das Ganze in eine Art Lostopf und dann wird gezogen. Dann verlosen wir 5. Glumanda. Das ist kein Glumanda. Doch. Das ist aber ein Shiggy. Nein. Das ist ein Shiggy. Nein, Shiggy ist doch grün. Du bist doof. Das ist ein Shiggy. Mensch, also, ich werde es jetzt demonstrieren, der Kadi hier. Das ist ein Shiggy, Kadi. Da. Was ist ein Glumanda? Glumanda ist das kleine Rote. Das ist das Feuer-Pokémon aus der Richtung. Ach so. Siehst du, das ist ein Shiggy. Mensch, keine Ahnung von Pokémon, Kadi. Er stand da drüber. Dann hast du leider das falsche Pokémon draufgeschrieben, denn das war ein Shiggy, aber trotzdem vielen Dank. Ah, das ist ja süß geworden, der Pikachu. Das stimmt aber. Das ist ja richtig knuffig geworden. Ah, voll süß. Wenn du so weitermachst, haben wir dann bald alle Pokémon da. Wobei, aber 100, echt? Wobei man sich sagen kann, es wären nicht alle 150, weil nämlich die letzten, die du uns geschickt hast, sind ja schon aus den späteren Generationen. Ja, genau. Also wenn du uns noch alle schicken willst, hast du sehr viel zu tun. Und das ist ja auch hübsch, der Sonnenuntergang hier. Da haben wir die Filzstifte ordentlich leiden müssen für so viel. Ja, cool. Ja, vielen lieben Dank dir. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich gucke doch mal in den Briefumschlag rein. Wir müssen voran. Ich fasse das nochmal hier rein, bevor das wird eine ultra lange Folge heute. Ja, aber wir haben nämlich noch mehr Post. So, mehr Post. Genau. Wir haben nämlich noch vier Briefe haben wir noch und ein Paket. Mehr Post. Dann voll süß. Den Lima Briefpapier. Ich habe früher hat man sich immer mal noch zu den Geburtstagen dann so Briefbögen, diese Briefsets geschenkt. Weil ich dachte eigentlich, dass das schon fast ausgestorben ist. Aber cool, dass es das immer noch gibt. Nee, diese Briefbögen. Ah, ich liebe euren Brief. Kanal und Star State, Minecraft, Sims, Fierlicher Online und die Weeklies sind die Lieblingsprojekte von der Jana. Schaut euch mal die coole Schrift an. Oh, das sieht man, glaube ich, auch. Ah, hier steht Rebecca und Jana. So. Dann lese ich das jetzt mal vor. Sie kommt übrigens aus der ganzen Nähe, wo wir früher gewohnt haben. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt dazu sagen darf, woher zwei das kommt. Stück. Wie zwei Stück. Also, Preis. Ach so, okay. Dann kommt ihr beide eben aus der Nähe. Liebe Kadi, lieber Fabi, ich liebe eure Videos und Kadi Starter mag ich am liebsten. Du hast so eine schöne Stimme, ich habe euch erst vor kurzem abonniert, aber ich bereue es nicht. Kadi, ich habe eine wichtige Frage an dich. Bin ich auf der Club-Warteliste? Ich kann einfach keine Kontakte, ich habe einfach keinen Kontakt außer per Brief. Dein Postfach ist immer voll, dann ist der Club voll und Freundesliste ist auch voll und du bist fast nie on. Dazu kann man direkt einmal sagen, wir haben jetzt dieses Forum eingerichtet, da könnt ihr das auch sehen, da ist nämlich auch die Club-Warteliste drauf. Genau, goldmoves.forumieren.com. In der Beschreibung von den Star-Stable-Folgen findet ihr das auch, da könnt ihr auch schauen, ob ihr drin seid und euch da auch notfalls nochmal eintragen. Die Clubmitglieder wollen mir auch nicht helfen, bitte sag es mir im Weekly, weil, oh, jetzt ist es über den Knick, weil wenn ich nicht drauf bin, mach mich bitte drauf. Ich heiße in SSO Joanna Bili. Und noch eine Frage, wie soll ich dir denn antworten? Du sagst ja, du schickst Briefe an den, der reinkommt.
Und das sagst du immer zurück, schreibst aber wie, dein Postfach ist doch immer voll, bitte sag es mir. Sorry, dass ich dich so, ich das schon wieder in der Fanpost fragen muss, aber weg davon. Ihr seid cool, Fabi, ich mag dich auch sehr gerne. Eure Hunde sind auch voll toll, ich hätte auch gerne einen Hund. Sorry wegen des Briefpapiers, ich hatte kein anderes mehr. Das ist doch voll süß. Süß. Ich habe auch ganz, ich habe euch ganz doll lieb, eure Rebecca Kreis, Joanna Bini. PS, ihr seid cool. Siehst du, das ist nur eine Person. Das ist ihr SSO-Name. Also dazu kann man direkt sagen... Dann habe ich mich verlesen eben. Das ist super. Ich hatte ja erst Jana gelesen. Dazu kann man direkt erstmal sagen, also wir werden im Forum, kannst du nachschauen, ob du auf der Liste drauf bist und kannst dann auch, glaube ich, selber darunter schreiben, wenn du da noch drauf möchtest. Das ist dann auch kein Problem. Und ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht über das Forum regle, euch anzuschreiben, weil das einfach die einfachere Möglichkeit ist, die leichte Methode, weil eben bei mir immer alles Mögliche voll ist oder... Und wegen dem Brief voll, dafür gibt es ja die Postfolgen, dass Kathi das immer am Sonntagabend, glaube ich, entleerst du mal deinen Postkasten und dann schreibst du auch die Briefe dann immer und beantwortest die. Genau. Also da, wenn, das ist ja wirklich mal das Problem, dass der Postkasten einfach so schnell voll ist und deswegen ist das Forum momentan die beste Möglichkeit. Wenn ihr auch da mal Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr da auch einfach einen Post eröffnen. Genau. So, dann geht's weiter. Gib mir auch schon mal einen Brief, dann kann ich schon mal aufmachen. Dann kriegst du den hier. Da steht Aha drauf. Der geht leichter zu öffnen als deiner. Ja, der hier ist leicht. Aber das kann leider kein Tesafilm sein. Ah, erster Schau. Also erstmal haben wir einen Loomwurm. Ein Loomwurm? Ein Wurm. Ein Wurm. Ah. Sehr gut. Den packen wir zu den anderen Sachen mal kurz. Und ich packe das jetzt einfach mal alles kurz hier drauf, damit wir, weil wir einfach sonst hier überhaupt keinen Platz haben. Guck ich jetzt mal vorher. Oh, wir haben noch mehr drin. Das ist ja eine coole Farbe. Das Orange. Das ist ein Blumenhaar. Oh, ich glaube, hier ist hoffentlich nichts abgegangen. Ich finde das voll. Oh nee, da ist glaube ich was abgegangen. Ich habe nämlich gesehen, hier ist noch ein Herzchen. Und nein, das sind Hundeleckerchen, oder? Das sind zwei Hundeleckerchen. Ist das ein Hundeleckerchen? Ich hoffe. Ich will jetzt nicht... schreib's in die Kommentare, wenn es Leckerchen sind, dann geben wir es den Hunden, weil ich will jetzt nicht. Es kann ja auch sein, dass es vielleicht Seife ist oder ein Duschstein. Das ist keine Seife. Dann beiß doch mal rein. Auf jeden Fall vielen Dank. Da war noch ein Zettel drin, den liest du vor. Noch einer. Da steht zwei Leckerlis für Romero. Ah. Gut, dass wir den Hunden nicht gegeben haben. Das sind Erdbeerherzen. Ich habe die ganze Zeit gerätselt, wonach das riecht. Hi Kadia Fabi, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es gut. Sorry, dass ich nicht so eine schöne Schrift habe. Die ist doch voll super, schaut mal an. Ich kann euch leider nicht ein Abo geben, aber ich schaue sehr gerne eure Videos. Das ist wirklich egal. Besonders Star Stable Online und Horse Haven. Ich heiße in Star Stable Sally Applegarden, aber auch Minecraft schaue ich gerne. Ich ärgere mich immer, wenn unser Internet spinnt und ich eure Videos nicht gucken kann. Meine Frage. Ja, wir ärgern uns auch, wenn unser Internet spinnt. Streitet ihr euch eigentlich? Nee, was ist das? Streitet ihr euch eigentlich, glaube ich, ja. Mhm. Immer mal wieder, ja. Ihr seht ja auch in unseren Battle-Folgen. Mhm. Das ist echter Hass, ja. Wir als in Hani und Nani. 4. Wie lange kennt ihr euch schon? 5. 5 Jahre, ja. Wie alt ist Romero? Romero ist 19. 19. Wie lange habt ihr Hani und Nani? Ein Jahr kürzer, als sie alt sind, also 3 Jahre dann. Nein, 4 Jahre. Ja. Also im September sind es 4 Jahre. Ja, ja. Okay, dann, weil sie jetzt 5 werden, genau. Wie alt seid ihr? Ich bin 32, Kathi 25. Mhm. Könnt ihr mich irgendwann mal grüßen? Wie heißt du denn? Andere Seite. Nee, Emily. Viele liebe Grüße an die Emily. Ach so, ihr könntet es, wenn ihr die Zeit ist, im Weekly vorlesen. Nee, ist leider keine Zeit, tut mir leid. ich habe noch eine Frage. Macht ihr einen Fan-Call? Wenn ja, hier meine Nummer 100. Würde mich freuen, wenn ihr mich anruft. Das meint ihr. Ich mag es, wenn du die Kathi Videos von Romero machst. Ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll. Ich mache Schluss. Hoffe, ihr seid mir nicht böse. Kein Quatsch. Problem. Vielen lieben Dank überhaupt. Also ganz viele liebe Grüße, Emily. PS, ich habe euch beiden ganz, ganz doll lieb. Und dann hat sie noch. Ah. Oh, ich bin auch verletzt, dass man die Nummer nicht sieht. So. Und wegen den Fan-Calls, da haben wir uns ja mal überlegt, ob wir sowas mal verlosen, weil wir könnten nicht alle anrufen. Wir müssen solche Sachen immer verlosen. Haben wir vor, müssen wir aber noch ein bisschen planen vorher, dass das dann auch alles normale Bahnen nimmt. Aber momentan fangen wir mit den Abo-Karten an. Ah, nicht Abo-Karten. Mit unseren, die Autogrammkarten. Autogrammkarten, genau. 2 Leckerlis für Romero, das sind Erdbeerherzen, genau. Genau, und dann
stand hier drin, hi ihr beiden, ich wollte einen Anhänger machen für eure Hunde. Das N ist leider nichts geworden, deswegen auch das H. Deswegen ist es eine Schlange geworden. Das ist aber auch schwierig, willst du ein N? Pass auf, wir machen das ganz einfach. Guck mal, der Fabi kriegt's nicht mal so hin. So. Jetzt sieht es aber auch aus wie ein Wurm, jetzt sieht aus wie ein S. Ich verstehe ganz klar, was das Problem ist. Das Haar habe ich euch trotzdem geschickt. Ich hoffe, es gefällt euch und ist einfach nicht böse. Ach, Quatsch. Quatsch, sag Schmarri. Sag Schmarri da. So, packen wir auch mal kurz auf die Loot Crate. Loot Raider Box. Wird eigentlich sowas noch gemacht? So Diddle-Papier austauschen? Ich habe früher zwei Ordner gehabt mit ganz, ganz vielen Diddle-Blättern. Echt? Ich hatte so richtig auch einige wirklich seltene. Ich nicht. Echt nicht? Gib mir mal das nächste. Dann jetzt nicht so viel davor. Okay, liebe Kali, lieber Fabi, ihr seid die besten Let's Player, die ich kenne. Ihr macht das so toll. Ich schaue am liebsten Horsehaven Sims 4 und Life is Strange. Das müsste ja auch bald mal wiederkommen, die letzte Episode. Ja, das stimmt. Ist mittlerweile mein Lieblingsspiel geworden. Ich bin so ein riesen Fan von dem Spiel und hoffe, dass es bald weitergeht mit Episode 5. Bei der vierten Episode habe ich am Ende von meinem Laptop gehockt und war eine halbe Stunde geheult. Ich hoffe so sehr, dass man Chloe in der fünften Episode retten kann. Das hoffe ich auch. Sie darf einfach nicht sterben. Ja, das wäre wirklich richtig krass. Für dich, Kali, habe ich ein Bild gemalt. Ich hoffe, es gefällt dir. Es ist leider nicht ganz so gut geworden, wie ich gehofft habe. Und grüßt Hani und Nani von mir. Die beiden sind einfach zu süß. Boah, das riecht voll krass. Liebe Grüße, eure Saskia. Bin ich ja mal gespannt. Aber macht euch nicht immer so schlecht. Ihr schreibt immer, es ist leider nicht so gut geworden. Das sind wieder voll coole Bilder. Das ist doch auch schon wieder voll toll. Guck mal hier. Romero und ich. Das ist voll süß geworden. Es wird auf jeden Fall eine längere Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt schon läuft, aber wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Ultra lang, aber egal. Deswegen tut mir leid, das wird heute auch ein bisschen später kommen. Was steht hier? Für Kadi und Fabi. So rum. Ihr verwirrt mich mit den Beschriftungen. Ich schreibe heute alle so schön. Auch das ist voll die gute Schrift, ja? Ja, hey Kadi und Fabi, ich gucke jetzt seit ein paar Monaten eure Videos und freue mich jeden Tag auf eure Videos. In meiner Abo-Box. Zu finden. Ups, ihr seid meine absoluten Lieblings-YouTuber. Am liebsten schaue ich Horsehaven, Star Stable, Life is Strange und Kali vs. Fabi. Leider habt ihr ja Badland zu Ende gespielt, was ich sehr schade finde, da ich eure Mini-Streitigkeit einfach nur total witzig fand. Ja, das machen wir dafür im Kali vs. Fabi dann jetzt. Und Badland, ich habe es schon mal gefragt, vielleicht kommt da ja nochmal irgendwas. Das wäre cool. Ich fand es auch, muss ich sagen, wirklich extrem lustig. Oh, und Kali, du hast eine wundervolle Stimme und niest immer so putzig. Und deine Trotteligkeit ist mega süß. Wenn du mit ihr leben müsstest, wäre das nicht immer süß. Und ich habe noch ein paar Fragen an euch, wenn es nicht zu privat ist. Wie habt ihr euch kennengelernt über World of Warcraft? So richtig schön nerdig. Was hört ihr so für Musik? Ja, sehr allgemeine Sachen. Also ich immer mal wieder. Also ich höre auch aktuelle Sachen, aber ansonsten eher so Dance. Bei mir? Genau, Dance, Elektro, das geht eigentlich immer. Deswegen die Kontor-CDs haben wir auch ein paar immer. Was habt ihr in der Zukunft vor zu spielen? Habe ich doppelt gemoppelt. Bei mir ist natürlich die Sachen, die ich auch schon mal angekündigt habe, Blood Bowl, Mighty No. 9, Fallout 4 und Mad Max wollte ich erst, aber das schaffe ich momentan zeitlich einfach nicht. Was ich noch geplant habe, ist Starshine Legacy, dann werde ich noch Abenteuer vom Reiterhof, die wilden School of Dragons, Bacardi. Genau, die wilden Mustangs und die Pferdeflüsterin zeigen. Auch überlegt hatte ich mal noch, ob ich mal noch Lego Herr der Ringe und Lego Harry Potter reinpacke. Bei mir ist auch so, dass ich immer noch ein paar Handy-Games momentan ganz gerne mal reinbringe, immer mal wieder welche anteste. Genau. Und das waren meine Fragen. Viele liebe Grüße, Chrissy. Danke schön. Und hier haben wir noch mehr. Super Special Geburtstagsbrief für Kali. Ah. Den gebe ich dir dann mal direkt weiter, nachdem ich ihn entfaltet habe. Bitte schön. Okay, danke. Ah, da ist ein Kuchen drauf. Hey Kadi, dies ist mein super special Geburtstagsbrief, nur für dich. Ich guck weg. Da du ja mal erwähnt hattest, dass du am 28. August Geburtstag hast, wenn ich mich jetzt vertue, ist das übelst peinlich, aber egal. Nein, stimmt. Wollte ich dir einfach mal ganz herzlich gratulieren. Dankeschön. Du bist so ein wundervoller, herzlicher und vertrottelter Mensch.
dass du mich mit deinen Videos immer zum Lachen bringst. Und ich hoffe, dass du und Fabi noch ganz lange Videos macht. Also nochmal alles Gute und noch einen schönen Geburtstag, je nachdem, wann der Brief ankommt. Liebe Grüße, Chrissy. Und das hier hat sie noch dabei beigelegt. Hoffen wir, das ist nicht krass geworden. Auch richtig krass geworden. Vielen lieben Dank. Auch wieder ihre Lieblingsspiele, denke ich mal. Und einmal noch dich in Starfield, wie du gerade ausschaust. Mit Dream Hunter. Ah, das ist voll cool geworden. Auch vielen, vielen lieben Dank für den Brief. Pack mal eben nochmal kurz mit rein. Genau, dass nichts drankommt. Bevor wir davon alles gucken, dass wir dafür einen Platz finden. Weil es wird nämlich langsam echt schwierig. So. Zack. Oh, und dann kommen wir jetzt noch zu dem. Ich wollte jetzt die Box hier wird langsam. Der Plan war, dass ich das hier alles noch so mit reinstelle, so lange. Das ist jetzt erstmal eine Lootbox. Da ist viel Loot drin. Genau. Aber auch nochmal zu dem Gewinnspiel. Wenn ihr eben was davon haben wollt, also eine von den fünf Sachen, schreibt uns einfach nur an unsere zapfans@tonline.de, dass ihr gerne eine Autogrammkarte hättet und dann verlosen wir das unter den. Genau. Ui. Was ist hier drin? Hey, Luftpolsterfolie. Da. Ja! Ich muss sagen, jetzt schaffst du das nicht. Ich liebe Luftpolsterfolie. Hier ist noch was weiter eingepackt, vielleicht ein bisschen vielleicht zerbrechlich oder sowas, dass das nochmal mit Folie gesichert wurde. Das Papier ist cool. Das ist kaputt gemacht. Ich hasse das, ich zerreiße immer irgendwie das Geschenkpapier, dabei will ich es immer nie zerreißen. Ich hab nämlich so einen Tick, ich heb irgendwie Geschenkpapier voll häufig auf, weil mir das so gut gefällt. Sag mal zu dem Punkt, wo Kadi ist tollpatschig. Ah! Yay, jetzt ist er, wie ich auch habe. Voll cool. Die Lena hat jetzt wieder, die Nanni wollte irgendwas auffangen. Ich glaube, da ist gerade ein Fussel runtergefallen von dem Band hier. Vielen Dank, sage ich mal, für die Kali schon mal, stellvertretend. Es ist cool, danke schön. Da ist da noch was ich drin, oder? Halt. Guck mal, hier kann man das ja. Hin. Nee. Ist das zu instabil, wenn ich das hier? Ja, das ist auf jeden Fall zu instabil. Was soll das denn sein lassen? Nee, geht. So, und eine Karte ist schon noch drin. Oh, das ist ja auch cool, so selbstgemacht. Da hat der Fabi Freude. Ich hatte früher, ich finde den gerade noch nicht mal nach dem Umzug, einen Luftpolsterfolie-Simulator. Das ja, war so, cool, das Ding. Das hat man ab und an gebellt. Ja, immer wenn man drauf gedrückt hat, ein paar Mal, kann immer so ein Geräusch alle 50 Mal drauf drücken. Das war so cool. Alles Gute zum Geburtstag, Kadi. Wünscht dir eure Lena. Ja, danke dir, Lena. Oh. Süß. Nee, das ist meine Luftpolsterfolie. So, damit sind wir dann aber auch, glaube ich, durch. Nein. Nicht mal, damit sind wir natürlich noch nicht durch. Die Winky-Fragen. Das stimmt. Stellst du den Karton, die Karte ist da, genau, das Figürchen ist da. Das heißt, ich kann den Karton mal auf den Boden stellen, damit sie noch ein bisschen... Kennt man fast gar nichts mehr. Ich muss mal schauen, ist hier noch was? Hashtag von Web, habe ich hier irgendwas? Ja, hier ist was. Ob wir mal ein Video von unserer Wohnung machen können, werden wir noch machen. Wir wollten es eigentlich schon heute reinpacken, aber wir haben gesagt, das wird zu viel. Also ihr habt ja gesehen, was wir jetzt alles heute hatten. Ich bin mit deinen Händen vor meinem Gesicht rum. Aber da wir einfach heute, das war zeitlich nicht mehr drin. Also es war, Kadi musste heute auch nochmal sondermäßig reiten. Genau. Außen für das Luftpolster zerfoxen. Dann hat die Lena Sea Hurricane noch gefragt, ob uns ihr Name bekannt vorkommt. Bist du nicht auch auf Server 1 schon in den Streams dabei gewesen? Hast du zumindest geschrieben. Auf jeden Fall kenne ich dich aus den Kommentaren. Da bist du ja recht häufig vertreten. Es gibt zu wenig Kombinationen und deswegen kommen uns viele Sachen teilweise bekannter vor, als es teilweise ist. Die Lena, die sehe ich häufiger in den Kommentaren. Dann kam noch die Frage, wenn ich mich wirklich zwischen all meinen Pferden entscheiden müsste, welches würde ich dann nehmen? Es ist momentan verflixt schwierig, weil ich jetzt gerade die neuen extrem lieb gewonnen habe. Es ist immer,
schwierig, sowas zu sagen, weil wenn man nicht in der Situation ist, fällt es schwierig, sich in sowas reinzuversetzen. Also ich glaube, wenn ich in diese Situation reinkommen würde, würde ich verzweifeln, weil ich nicht wüsste, von wem ich mich wirklich trennen soll alles. Das ist verflixt schwer. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus, hätte ich fast gesagt, Silberkiss. Aber vielleicht kommt es auch nur, weil es halt mein neuestes Pferd ist. Ich hab die ganze Luftpolze vor dir durch. Genau. Ist noch was mit Fragen? Ja, hier ist noch die Frage an mich, was ich machen würde, wenn ich keine Starcoins hätte, aber wenn es neue Pferde gibt, die ich total gerne kaufen würde, dann würde ich, glaube ich, auch wenn es eigentlich unterdämlich wäre, würde ich mir ein paar Starcoins kaufen dafür. Vermutlich, ja. Ich muss sagen, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Und wenn es neue Pferde gibt, dann möchte ich ja auch immer auf jeden Fall eins kaufen mit euch zusammen in den Folgen. Und dementsprechend würde ich wirklich, wenn ich dann nichts habe, dann würde ich eben ein bisschen mal meinen Starcoins-Vorrat aufstocken. Mit dem? Mein Hals macht so schlapp hier so langsam. Dann kam die Frage, wie man in Elisha speichert, weil immer alle Karotten weg sind, wenn die Emily heute, wenn die Emily aus dem Spiel rausgeht. Normalerweise wird das alles automatisch gespeichert. Eigentlich müsste es. Was ist ja ein Online-Spiel? Also da kann man, Online-Spiele kann man generell nicht speichern, da die immer auf dem Server vor Ort gespeichert werden. Also wenn du deine Carrots alle immer verlierst, dann müsste das irgendein Fehler am Spiel selber sein, weil normalerweise darf das eigentlich nicht passieren. Das ist sehr merkwürdig. Aber momentan, es ist ja immer noch in der Zeit, dass es zurückgebracht wird, langsam aber sicher. Ja. Und das wird garantiert auch noch behoben, obwohl ich natürlich sagen muss, das ist schon ärgerlich, wenn man sich irgendwas kaufen will und bist quasi gezwungen, so lange durchzuziehen, bis du den Wert zusammen hast. Das ich würde es einfach immer mal probieren, ob es gerade speichert und dann, wenn es nicht speichert, würde ich da erstmal direkt wieder rausgehen. Also immer nur mal kurz einmal rein und raus und probieren, ob es speichert. Ja. So, haben wir noch was? Nee, ich glaube, das war alles. Dann sind wir mit der überlängen Folge. Oder ich habe keine Ahnung, wie lange sie geworden ist. Es kann auch sein, dass es mir noch nur so vorkommt. Ich sage, sie ist eine gute halbe Stunde lang. Okay, dann heißt es auch im Umkehrschluss, dass die Folge, glaube ich, nicht vor um 8 kommt. Oder ungefähr um 8 dürfte sie dann kommen. Wenn wir jetzt das aufnehmen, ist es gerade 18 Uhr. Und echt? No! Ich habe gleich Clubtreffen. Dann verabschieden wir uns für heute und die ganzen Infos zu den neuen Folgen, die jetzt dann auch nächste Woche dann noch ein paar andere kommen, seht ihr dann natürlich wie gewohnt im Upload-Plan. Genau. Also dann noch ein schönes Wochenende und man sieht sich im Stream in den Minuten. Ciao, ciao.